Wir sind Anna und Julian und wir sind aktuell seit 3 Wochen mit unserem Tuk-Tuk in Sri Lanka unterwegs. Ja, wir haben in dieser Zeit natürlich sehr viel Erfahrung sammeln können und deswegen wollen wir in dem heutigen Video mal euch zeigen, wie man Tuk-Tuk fährt. Also das Erste, was wir immer machen, ist in der Früh die Kontrolle von unserem Fahrzeug. Und zwar schauen wir uns immer die Reifen an, ob alles okay ist. Und wir kontrollieren auch den Ölstand. Also da hinten drinnen ist der Motor von dem Tuk-Tuk. Und wir zeigen euch jetzt, wie wir den Ölstand dort öffnen. Also dafür brauchen wir unseren Schlüssel, dass wir da hinten aufsperren und die Schrauben da öffnen. Also da unten drinnen sieht man so eine grüne Schraube und die müssen wir aufdrehen, damit wir den Ölstand kontrollieren können. Also wenn man die Schraube geöffnet hat, dann muss man den Stab darauf ziehen und an dem kann man dann den Ölstand ablegen. Ganz wichtig dabei ist, dass er immer da oben bei High ist. Also wenn man jetzt einen kurzen Location-Wechsel macht, weil es in der Sonne einfach viel zu heiß geworden ist und damit werden wir euch jetzt mal die Fahrerkabine zeigen. Die Fahrerkabine ist mehr aufgebaut wie ein Motorrad als ein Auto. Wir haben da ein Lenkrad, wie beim Motorrad. Wir haben rechts das Gas, links haben wir die Kupplung und schalten wir einfach, indem man rauf und runter geht. Allerdings nur, wenn man Gas gibt. Ohne funktioniert das sonst leider nicht. Sprich zwischen 1 und 2 ist neutral. 1 ist nach oben und alle weiteren Gänge 2, 3 und 4 ist nach unten schalten. Genau, daneben haben wir dann direkt den Blinker, funktioniert ganz normal und Abblendlicht und Fernlicht. Genau, wir haben dann noch eine kleine Handyhalterung, die ist ziemlich wichtig fürs Navi. Ja, da haben wir dann noch die Geschwindigkeitsanzeige. 40 km/h darf man maximal fahren mit dem Tuk-Tuk, mehr ist nicht erlaubt in Sri Lanka. Kilometer natürlich, das ist auch super, um ein bisschen einen Überblick über den Tank zu bekommen, wie weit man noch fahren kann. Auf der rechten Seite haben wir dann noch einen Scheibenwischer, ziemlich selbsterklärend. Und das ganze Licht, sprich wenn es runtergeben wird, ist das Licht aktiviert. Beim Starten aber wichtig deaktiviert lassen, sonst ist die Batterie oft zu schwach, um überhaupt starten zu können. Und eines der wichtigsten Sachen, die Hupe, die wird nämlich in Sri Lanka sehr viel verwendet und ist tatsächlich sehr wichtig, weil es mehr Warnsignal ist. Das ist nicht wie in Europa, sondern in Sri Lanka wird die Hupe wirklich verwendet wie der Blinker, ein bisschen, um anzuleiten, hey, ich überhole dich gleich, dann wird kurz gehupt und dann geht's vorbei. Ja, der Nachbar hat jetzt gerade angefangen, da ein bisschen Lärm zu machen. Wir ziehen unser Video jetzt trotzdem durch, weil wir nicht nur 5 Location wechseln wollen. Auf jeden Fall auf der rechten Seite noch die Handbremse, ganz wichtig im Anziehen, selbsterklärend. Und hier haben wir nur den Tank, allerdings nicht zum Auftanken, sondern das ist um den Reservetank zu aktivieren. Dafür wird es dann einfach umgedreht. Dann hat man nochmal 1,5 Liter extra zu verwenden und guckt nochmal ungefähr 25 Kilometer weiter anscheinend. Wir haben es bis jetzt noch nicht benötigt. Ja, auf der linken Seite von mir haben wir dann noch einen zweiten Hebel, der ist um das Tuk-Tuk manuell zu starten. Das haben wir bis jetzt allerdings noch nie benötigt. Ist ein bisschen wie beim Moped das manuell starten. Wenn man Hilfe braucht, am besten die Locals fragen, die sind super freundlich und die helfen euch da sehr gerne. Der nächste Schritt ist dann natürlich schon das Tuk-Tuk zu starten. Dabei ganz wichtig, zuerst den neutralen Gang einlegen, weil es nur dann kann man starten. Genau, ansonsten Schlüssel einmal ganz nach rechts drehen und dann ganz leicht bisschen Gas. Wichtig, nicht zu viel Gas, sonst kann es sein, dass die Leitungen geflutet werden und dann springt es nicht mehr auf. Als Tipp noch, kann sein, dass in der Früh nicht anspringt, das Tuk-Tuk läuft dann oft ein bisschen unruhig. Einfach den Joker ziehen. Mit Joker startet sie das viel einfacher und dann einfach 2 bis 3 Minuten beim Fahren und Laufen lassen, dann den Joker wieder reingeben, funktioniert um einiges besser. Auch nachdem wir gestartet haben, wir haben den Motor jetzt wieder ausgemacht, weil man sonst natürlich nichts versteht, einfach mit der Kupplung ersten Gang eingehen und dann ganz normal wie beim Motorrad, beim Auto, wie halt immer, langsam einkuppeln, bisschen Gas geben und langsam losfahren. Genau, und dann kann man einfach wieder Gas geben, vom Gas runter, kuppeln, zweiten Gang rein und wieder aufs Gas gehen. Eigentlich ganz normal, gleiche Prinzip wie bei jedem Auto. Ja, was wir jetzt noch zeigen, ist natürlich der Rückwärtsgang. Der ist sehr interessant. Einmal nach oben und dann auch ganz normal erster Gang. Und dann kann man mit dem ersten Gang rückwärts fahren. Danach ist da so ein kleiner Schnapper unten. Damit geht es wieder runter. Ganz wichtig dabei, es geht oft schwer raus und rein wieder, der Gang. Sprich, sonst im Notfall einfach abstellen, neu starten, dann geht der Gang auf jeden Fall wieder rein. Okay, noch ein paar wichtige Tipps zum Schalten. Es ist nämlich so, dass diese Gänge oft sehr schwer reingehen. Vor allem, wenn man stehen bleibt und man ist jetzt zum Beispiel im zweiten Gang, dann geht der neutrale Gang nicht rein. Ja? Das heißt, das Beste ist eigentlich immer schon frühzeitig zu schalten. Wenn man weiß, dass man stehen bleibt,
nur mit Gas schalten, neutralen Gang und dann rollen lassen bzw. bremsen. Das ist aber oft natürlich nicht so leicht. Das heißt, zeige ich jetzt einen kleinen Trick, wie ihr schalten könnt, wenn ihr gerade nicht am Fahren seid, beziehungsweise wenn ihr steht und ihr müsst in den neutralen Gang, weil sonst könnt ihr ja nicht starten. Genau, wir stehen jetzt aktuell, sind im ersten Gang und der neutrale Gang, der will nicht reingehen. Was man dabei macht, ist einfach das ganze Tuk-Tuk nehmen, bisschen wackeln und zack, schon kommt man in den neutralen Gang rein. Eine weitere wichtige Info ist, dass ein ganz langer Linksverkehr herrscht und es gibt so eine inoffizielle Regel vor Ort, der Größere hat Vorrang. Das heißt, beim Tuk-Tuk muss man ziemlich gut aufpassen. Deshalb werden wir ein weiteres Video drehen und da geben wir euch dann 10 Tipps, wie man mit dem Tuk-Tuk sicher durch Sri Lanka fährt.